gerade eingetroffen, hier im Musikhaus Knopp. Eine niegelnagelneue Maybach. Guten Morgen, Kai, grüß dich. Ja, hallo Mike, hi. Du bist glücklich, hast wieder ein neues Schätzchen bekommen. Ich hab wieder was Neues bekommen, ja, ein neues Spielzeug, auf das wir auch wieder ein bisschen länger gewartet haben. Und von daher freue ich mich gleich doppelt. Also erstens mal neue Gitarre sowieso mal toll. Und wenn man dann auch noch ein bisschen länger wartet auf solche Sachen, dann freut es einen natürlich sogar noch ein bisschen mehr. Jetzt in dem Fall hier, wir hatten ja auch schon mal ein Video gedreht zu Maybach-Gitarren, die wir jetzt ja auch bei uns im Laden führen. Und bei Maybach ist es ja so, dass die auch immer ein bisschen Lieferzeit halt mit drin haben, weil es ja eine kleinere Manufaktur ist. Die Nachfrage halt auch in den letzten Jahren halt etwas gestiegen ist. Das heißt, da muss man, ja, ich sag mal, bei den meisten Sachen so zwischen 3 und 4 Monate schon mal mindestens warten. Jetzt momentan mit der ganzen Sache kann es auch noch ein paar Tage länger dauern, aber grundsätzlich die Bestellungen sind bei uns aktuell ja gemacht und ja, die Teile kommen jetzt halt so nach und nach. Jetzt hier haben wir eine Lester 59 bekommen. Sehr, sehr schöne Gitarre im LP-Style. Massiver Mahagoni-Body, Ahorndecke drauf, ganz klassisch, sehr schöner, griffiger Hals. Und ansonsten von der Gitarre halt her an sich, oder was halt bei Maybach ja immer dieses tolle Finish, wie ich halt einfach finde, also sprich dieses leicht geagte, ne, die sieht jetzt halt so von der Lackierung, das ist ja eine Nitro-Lackierung, wenn ich das jetzt hier mal so drehe, die hat schon so leichte Alterungsrisse, weil wie der Name schon sagt, Lester 59, da zielt natürlich auf eine ganz bestimmte Ära der Gitarren ab und auch jetzt hier bei der Gitarre natürlich eine Gitarre dieser LP-Formate ist natürlich absolut prägend für die ganze Rockgeschichte der letzten, jetzt muss ich kurz nachrechnen, ja, 60 Jahre. Das ist natürlich ein ganz, ganz markanter Gitarrentyp. Und was halt hier bei Maybach auch ja sehr schön ist, wie ich bei den letzten Videos auch schon gesagt habe, dass halt hier einfach vom Handwerklichen her sehr, sehr viel reingesteckt wird und auch von der technischen Seite die Instrumente halt so nah wie es geht halt einfach an diese Klassiker, also an diese Originale aus diesen Jahren halt rankommen, aber mit modernen Komponenten. Und auch hier wieder Ember Pickups drin, Spirit of 59 Pickup Set. Das ist ein sehr, sehr tolles Pickup-Set, was einfach einen ganz klassischen, typischen Les Paul-Sound bietet, der sehr, sehr voll zwar ist, aber halt mit der, ich sag mal, mit der aktuellen Wunschrichtung der meisten Gitarristen, dass die einfach in den Bässen noch ein bisschen mehr bringen, also ein bisschen mehr Fundament, aber einfach in den Höhen sehr klar, sehr akustisch trotzdem einfach noch sind und halt nicht zu schneidend sind. Also ein super abgerundetes Set. Und das ist halt hier auch mit verbaut, was natürlich klanglich halt ein super Feature bei der Gitarre jetzt halt ist und spielerisch halt auch ein Highlight. Wie du schon sagst, die ist jetzt gekommen und wie das halt bei uns in der Regel halt so üblich ist, wenn die Gitarren kommen, egal ob Schüler, fortgeschritten oder dann auch so etwas Besseres, ja, wird die bei uns halt einfach nochmal kurz durchgecheckt, ob alles in Ordnung ist. Technik, also sprich Ton, klar funktioniert, kommt alles raus, was aber eigentlich immer ein bisschen wichtiger ist, wenn die halt ein paar Tage auf Reisen sind. Wie ist der Hals eingestellt? Also ist die Halskrümmung noch okay? Das wird dann halt gleich mal noch nachgemessen mit unseren verschiedensten Werkzeugen. Also schon mal ganz wichtig zu sagen, erstmal, das heißt, es kommt nicht hier aus der Kiste raus, wird an die schöne Wand gehangen und nein, also wirklich, also da achtet ihr schon, auch wenn es Qualitätsware ist, achtet auf, dass die Qualität auch an den Kunden weitergegeben kann. Klar, also das ist auch immer was, wo ich sage, das hat auch klar qualitativ schon Hintergründe, aber man muss sich ja immer bewusst sein, es ist ein Instrument aus Holz, das arbeitet sowieso, das ist ein paar Tage halt mit der Post sowieso unterwegs. Je nachdem, was wir dann auch für Witterungsverhältnisse haben, ist die Gitarre halt beim Hersteller oder beim Vertrieb dann auch tipptopp in Ordnung. Und wenn sie halt bei uns ankommt, muss man vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen nachjustieren.
Das ist natürlich bei hochwertigen Instrumenten deutlich weniger, wie halt bei einer günstigen Gitarre. Oder wenn es halt, ich sage jetzt mal, bei einer günstigen Gitarre halt auch ganz extrem ist, wo man dann sagen, okay, das hier ist nicht mehr in Ordnung, dann wird die natürlich zurückgeschickt, dann geht die auch gar nicht bei uns in den Verkauf. Aber das sind halt die Kontrollen, die wir halt auch durchführen, weil ja, das ist für uns einfach ein bisschen einfacher, wenn wir wissen, die Instrumente sind in Ordnung. Und der Kunde kann sich halt auch drauf verlassen, dass die Gitarren halt bei uns auch noch einmal schon mal vorab gecheckt wurden, bevor sie halt in den Verkauf gehen. Wir haben, wie gesagt, halt einfach mit dem Harley-Lineal wird nochmal die Halskrümmung gemessen. Also sprich, es wird halt geguckt, ist jetzt von der Halskrümmung her selbst, wie man jetzt halt hier sieht, das Griffbrett ist noch gerade, hier sind keine Lücken dazwischen. Das ist also alles okay. Dann kann man noch einmal die Seitenlage selbst kontrollieren. Das ist jetzt bei der Gitarre auch, wo ich sage, sehr optimal gelöst. Bei Maybach gibt es ja auch immer die Variante, die Gitarren halt auch noch plecken zu lassen. Also sprich, dass die mit einer Maschine komplett Halskrümmung, Seitenlage, Bundabrichtung in der Maschine gemacht werden. Also über Computertechnik gesteuert, das dann sehr, sehr genau ist. Aber auch da trotzdem, wie gesagt, ist Holz, ist arbeitet. Man muss es dann immer wieder ein bisschen nachkontrollieren. Auch von der Seitenlage ist eine ganz individuelle Geschichte. Hier gucken wir halt auch immer, dass wir eine gewisse Norm auf den Gitarren erfüllen können, und alles Weitere wird dann halt nachträglich mit dem Kunden, der das dann eventuell kaufen möchte, nochmal besprochen. Und wenn er sagt, okay, Gitarre ist toll, klingt gut, lässt sich gut spielen, aber ich brauche die Saiten ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, ich brauche da dickere Saiten, dünnere Saiten drauf, was auch immer, mit uns quatschen und dann passen wir das Instrument nochmal an, damit es für den Kunden und für den Spieler halt auch wirklich ein Traum dann auch ist. Ja, und das sind halt so Kleinigkeiten, die wir halt immer nochmal vorm Verkauf halt prüfen. Wie gesagt, halt hier mit dieser kleinen Messlehre, also wo verschiedene Abstände halt drauf sind, welche Größen, welche Höhen, das kann man sich auch kaufen. Wenn man das selbst mal kontrollieren möchte, dann sieht man immer, okay, Seitenlage hat sich verändert, muss ich dann vielleicht mal in den Laden bringen zum Einstellen, oder wenn man es wirklich kann, darf man natürlich auch einige Sachen selbst machen, aber einfach zum Kontrollieren, wenn man sagt, oh, irgendwie die Gitarre rangst, woran könnte es liegen, dann halte ich einfach mal das Werkzeug an, schaue, wie tief, wie hoch sind die Saiten. Also ich habe halt hier an meiner Skala, kann ich halt immer ablesen, wie hoch oder niedrig diese Saite halt ist, also sprich hohe oder tiefe E-Saite wird da gemessen, 12. Bund. Wenn man dann halt hier die untere Seitenkante halt auf dem Strich nachher sieht, dann weiß man, okay, das sind dann halt jetzt 2 mm oder 2,25 oder 1,75. In der Regel gucken wir dann halt auch, dass wir von der Skala her bei der tiefen E-Seite halt auf 2 mm sind, also 1,98 sowas in der Richtung. Das ist für die meisten Spieler gut, wie gesagt, aber das ist immer eine individuelle Geschichte. Das ist einfach so eine Richtung, wo wir auch sagen, auf dieser Höhe muss die Gitarre funktionieren. Wenn es da schon zu irgendwelchen Nebengeräuschen kommt, dann stimmt irgendwo was nicht. Das kann man einfach mal so sagen. Wenn ich jetzt natürlich noch tiefer mit den Saiten gehe, muss ich auch mit diesen Nebengeräuschen eventuell leben. Und wenn ich höher gehe, wird halt das Spielen oder der Spielkomfort von der Gitarre halt schlechter. Ne? Dafür bist du da, dafür ist dein Team da, um genau solche Sachen zu kontrollieren. Aber ich kann trotzdem vorbeikommen, mir das Ganze anschauen und vielleicht mal Probe spielen. Genau, das kannst du machen. Momentan halt mit Termin, ganz wichtig, vorher anrufen, Mail schreiben, wie auch immer Kontakt mit uns aufnehmen, auch über Facebook oder ja, wie auch immer Brieftaube schicken und halt einen Termin mit uns vereinbaren, weil solche Geschichten hier, also in dem Bereich von den Abteilungen, also in dem, wo die ganzen Instrumente stehen, da ist halt momentan nur Zugang mit Termin. Im sonstigen Bereich, wo halt die Zubehörsachen sind, da kann der Kunde auch so hin. Aber wenn er ein Instrument testen möchte, machen wir das halt aktuell nur mit Absprache mit uns. Zwei Themen. Zum einen haben wir ein genaues Zeitfenster, was wir halt dann ganz entspannt mit dem Kunden angehen können. Und das zweite ist natürlich auch, wenn jetzt ein Kunde kommt und will solche Gitarren antesten und er testet nachher 4-5 Gitarren, muss ich die oder will ich die im Anschluss natürlich auch nochmal desinfizieren. Somit weiß ich, was hat der getestet. Wenn jetzt da 2, 3, 4 Kunden rumlaufen würden und jede Gitarre angespielt wird, dann könnte ich morgens und abends nichts anderes machen, wie einmal alle desinfizieren. Von daher machen wir das so. Also das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme für uns und für die Kunden. Und das funktioniert sehr gut. Da ist jeder sehr, sehr bedacht drauf. Und
die Kunden sind auch sehr entspannt, vor allen Dingen, wenn die kommen und wissen, es ist sonst keiner momentan halt in der Abteilung. Also es ist einfach vom Umgang her, die Kunden, man merkt schon, die sind halt da viel entspannter, wie wenn man halt wahrscheinlich sonst irgendwie durchs Geschäft läuft und dann noch 5 andere Kunden halt sind. Genau. Somit habt ihr auch die Zeit für die Kunden, um ganz in Ruhe zu beraten und die Kunden auch probieren zu lassen. Ja, Maybach, wieder was Neues hier im Musikhaus. Verrat noch ganz kurz die Öffnungszeiten. Ah ja, momentan sind wir von dienstags bis freitags 10 bis 18 Uhr da und samstags von 10 bis 14 Uhr. Beziehungsweise wie halt auch gehabt, wenn es terminlich irgendwie dann doch außerhalb dieser Zeiten sein muss, wie sie halt einfach schreiben und dann kriegen wir da auch immer noch was hin. Aber die offiziellen Zeiten wären dann halt genau in dem Fenster. Montag ist aktuell auch geschlossen. Einfach mal melden, Kontakt mit euch aufnehmen. Musikhaus Knopp, Kai Brill, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Mike. Ciao.